Moin, moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Satisfactory News. Die Urlaubszeit bei Coffee Stain ist vorbei und pünktlich zum Freitag wurde auch wieder ein neues Video gedroppt. Diesmal geht es um Festplatten und die Erforschung von alternativen Rezepten. Wie es gerade ist und was sich aktuell dann in 1.0 ändern wird, das schauen wir uns nach dem Intro an. Ich bin der Tuki, danke fürs Einschalten. Wie eben schon im Intro angekündigt, ging es in dem Video von Coffee Stain um die Erforschung von Festplatten und somit um die alternativen Rezepte. Aktuell wisst ihr ja, wie es ist. Ihr findet eine Festplatte irgendwo in der Open World, bringt sie nach Hause ins MAM und nach 10 Minuten bekommt ihr eine Auswahl von drei alternativen Rezepten. Wichtig hier ist zu wissen, dass diese alternativen Rezepte natürlich nur in dem Rahmen sind, was ihr schon erforscht habt. Das heißt, ihr könnt jetzt, wenn ihr nur Tier 1 oder 2 erforscht habt, keine alternativen Rezepte für beispielsweise Plutonium-Brennstäbe finden. Das erst, wenn die entsprechende Forschung und das Tier freigeschaltet ist. Diese drei Rezeptmöglichkeiten haben dazu geführt, dass neue Spieler so ein wenig überfordert waren. Sie kennen ja die meisten Rezepte noch nicht, wissen jetzt auch noch nicht, ist Eisen besser als Gummi, sind die Ratios jetzt besser und im Worst Case müssen sie sich ja entscheiden, weil sie noch andere Festplatten zu erforschen haben und drücken auf den Automated Miner. Ja, dieses Rezept, das habe ich bis heute nicht verstanden, ich glaube ihr auch nicht, aber in dem Fall, ja, kann es halt eben sein, dass man da das Falsche wählt oder das, was vielleicht einfach nicht passt, einfach weil man es nicht besser weiß. Im Gegensatz dazu gibt es natürlich auch die älteren Hasen, die erfahrenen Spieler, die genau wissen, was sie für alternative Rezepte benötigen. Ich beispielsweise bei den Heavy Module Frames, also bei den schweren modularen Rahmen, warte immer darauf, dass wir die Stahlbetonträger aus Rohren machen können und beispielsweise auch die modularen Rahmen aus Stahl. Das sind zwei Rezepte, die ich unbedingt für meinen Aufbau brauche. Das im Kopf. Ja, trotzdem immer nur drei Möglichkeiten und dann so lange erforschen, bis irgendwann die richtigen Rezepte kommen. Das ist aktuell der Fall und das hat Coffee Stain so nicht gefallen. Bevor wir jetzt aber gleich zu den Änderungen kommen, hier ein kleiner Funfact, den hat Snut auch in seinem Video erzählt. Es war so, dass du in U8 das Forschungsergebnis oder die Festplattenforschung zurücksetzen konntest. Den Bug hatten sie dann gefixt, aber er ist jetzt wieder im Early Access aufgetaucht. Die Community denkt, dass es jetzt Absicht so war, aber eigentlich war es das nicht. Wie immer so ein bisschen bei Coffee Stain, ja, da passieren immer manche Dinge, die kein Mensch vorausahnt. Jedenfalls soll das natürlich nicht der Standard sein, dass du deine Forschung zurücksetzen kannst. Weil im Endeffekt, seien wir mal ehrlich, ist das ja nur ein Pflaster für ein grundlegendes Problem, und zwar diese Dreierauswahl. Und was sie jetzt anstatt dessen machen, schauen wir uns an. Mit Satisfactory 1.0 gibt es im MIM dann nun eine sogenannte HDD-Library oder Festplattenbibliothek zur Auswahl. Dort landen erstmal die Festplatten, die ihr auslest. Wie passiert das? Ihr findet eine Festplatte, haut sie da rein, drückt auf Auslesen und dann bekommt ihr eine Auswahl von nunmehr zwei Rezepten, nicht mehr drei. Aber, und jetzt kommt das Krasse, ihr müsst euch nicht mehr entscheiden. Ihr könnt sozusagen die Auswahl, ja, ich will mal sagen, speichern in der Bibliothek. Die wartet da auf euch, bis ihr irgendwann hingeht und eine Auswahl trefft. Bedeutet, ihr könnt jetzt eine weitere Festplatte erforschen. Und wenn da wieder eine Auswahl ist, könnt ihr die wieder speichern. Mit anderen Worten, nehmen wir mal ein Beispiel, 10 Festplatten, dann habt ihr 10, sag ich mal, Decisions, 10 Entscheidungen ausstehend und die findet ihr alle in dieser Festplattenbibliothek. Und jetzt kommt noch ein weiterer Clou. Wenn euch jetzt diese zwei, sag ich mal, Möglichkeiten nicht zusagen, könnt ihr die Festplatten einmal, ganz wichtig, rescannen. Und der Rescan, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich auch wieder 10 Minuten dauern, aber bietet euch zwei neue Auswahlmöglichkeiten. Und hier ist das Wort neue ganz wichtig, denn die alten beiden werden nicht wieder hochkommen. Ich meine, logisch, aber auch keine eine von denen. Ja, ein Beispiel, ihr habt Stahlbetonträger und Plutoniumbrennstäbe, dann wird weder Plutoniumbrennstäbe nochmal kommen, noch diese Stahlbetonträger. Ja, komplett zwei neue, sodass ihr im Endeffekt anstelle von drei früher vier habt, weil ihr einmal rescannen könntet. Der Aufwand ist halt einmal nochmal 10 Minuten scannen. Rezepte, die ihr jetzt rescannt, ja, also die dann quasi verschwinden, kommen wieder zurück in den Pool und wenn ihr eine neue HDD erforscht, können sie da wieder zur Auswahl erscheinen. Die sind also natürlich nicht verloren. Wichtig nochmal, und das ist wahrscheinlich die Strategie von den meisten, zumindest meine wird es sein, dass natürlich die Festplatten oder die Alternativrezepte-Auswahl zur Tierstufe passt. Bedeutet, möchte ich jetzt meine zwei Rezepte damals für die modularen Rahmen, ja, dann spare ich mir die Festplatten auf, wie immer, wie auch jetzt schon, und scanne die, wenn ich in der entsprechenden Tierstufe bin. Dann habe ich zwei zur Auswahl. Wenn es da nicht drin ist, klicke ich nochmal rauf und dann
eventuell habe ich mehr Glück. Ne? Also ein Rescan kann man sich da meistens gönnen. So, liebe Leute, das war's. Eine recht interessante Neuerung, wie ich finde. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Dann gibt es noch einen letzten Hinweis, und zwar, dass immer noch mehr HDDs auf der Map sind als freischaltbare Rezepte. Das heißt, macht euch gar keinen Kopf. Ihr werdet am Ende alles freischalten können. In diesem Sinne, erstmal vielen Dank fürs Einschalten heute. Wenn es euch gefallen hat, irgendeinen Mehrwert bietet, gerne Daumen nach oben da lassen und den Abo-Knopf drücken. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Erholt euch gut und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Euer Türkei.